Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und heute wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es nämlich um den Erfolg Blutige Saugerei. Und für dieses müssen wir Ignoth im Nihalotta auf den Schwierigkeitsgrad normal oder höher bezwingen, nachdem wir in weniger als 3 Sekunden 10 Blut von Nihalotta besiegt haben. Wie funktioniert das mit dem Blut von Nihalotta? Wir kriegen dieses Blut von Nihalotta die ganze Zeit, wenn hier diese Organe durchcasten. Und wir wollen gucken, dass wir möglichst viel Blut haben, dass wir es wegcleaven können. Heißt, wir spielen das so, dass wir das erste Organ, also dass wir den Boss am Anfang runterhauen, das erste Organ töten. Dann hauen wir den Boss nochmal runter, wir töten das zweite Organ. Dann hauen wir den Boss nochmal runter, ganz normal wie immer. Und beim dritten Organ schauen wir, dass wir es hier nicht kicken und dass wir möglichst viele Adds zusammenholen. Warum machen wir es beim letzten und nicht bei den ersten? Durch diese Explosion am Ende kann sein, dass einige Leute sterben und wenn ihr dann nochmal alle Phasen spielen müsst, kann es eklig werden. Deswegen machen wir das beim letzten Organ. Ja, jetzt ist es so, dass wir einfach die Mobs ein bisschen kiten, dass wir gucken, dass wir die noch ein bisschen slowen. Solange die nicht groß werden, kann man die ja noch ein bisschen verlangsamen bzw. allgemein ziehen. Sobald die groß werden, geht das nicht mehr. Und ihr seht, wir haben hier relativ viele Blubs. Gehen jetzt hier noch einmal schön weit auseinander, dass die Explo nicht jeden trifft. Und dann schauen wir, dass wir uns komplett zusammenstehen. Wir ziehen hier auch Pots, alle CDs. Und dann mit Heldentum auf geht's und alles wegratzen. Und ihr seht schon, wenn ihr so viele tötet, dann gibt's schon ordentlich Schaden. Wir haben das jetzt hier tatsächlich nur überlebt, weil wir alle Heal-CDs gezogen haben, auch wie zum Beispiel das Link-Totem. Also da kommt schon sehr, sehr viel Damage rum. Wir haben auch einige mehr getötet, es waren vielleicht jetzt 15, 20, die wir gekillt haben, einfach um so ein bisschen auf Nummer sicher zu gehen. Ja? Ihr solltet die vielleicht vorher auch nicht extrem low hauen, weil ihr müsst rechnen, wenn ihr jetzt 10 habt, die fast voll sind und eins habt, das schon fast tot ist und das erste tötet ihr dann und dementsprechend zählt es ab dem Zeitpunkt. Deswegen wirklich die alle vom Leben oben lassen und dass ihr sie dann gleichmäßig in der gleichen Zeit runter DPS, weil 3 Sekunden sind dann tatsächlich doch ein relativ enges Fenster. Das war's eigentlich. Jetzt müsst ihr einfach nur noch den Boss ganz normal runterspielen. Wir haben jetzt den einen, der gestorben ist, noch gerettet. Da ist es dann kein Problem. Wir haben es davor schon mal probiert und haben das ein bisschen früher versucht. Und das ist nicht so gut, weil da einige Leute gestorben sind. Und ohne Heal-CDs bzw. Damage-CDs kann das dann schon sein, dass die Gruppe hier stirbt und dass man dementsprechend dann ja, den einen oder anderen Toten zu beklagen hat. Ja, das war es eigentlich soweit mit dem Achievement Guide. Ihr seht, bei uns ploppt jetzt gleich das Achievement auf. Das buggt hier ein bisschen, dass es ein bisschen nach dem Tod tatsächlich kommt. Da ist es. Und ja, damit kann ich mich verabschieden. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich mit dem Achievement Guide ein bisschen weiterhelfen. Sollte es der Fall sein, würde ich mich freuen, wenn ihr mich positiv bewertet. Und wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, könnt ihr mich selbstverständlich gerne abonnieren. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.